lange gibt es den Nusslocher Schauspiel eigentlich schon? Also wir haben angefangen 1980 mit 3 Schafen. Die habe ich zum Teil zum Geburtstag geschenkt. Da war ich 16 Jahre alt. Und so hat sich das dann entwickelt. Wie wird man eigentlich Schäfer? Also muss man dafür eine Ausbildung machen und gibt es eine Schule für Schäfer? Ja, die Ausbildung als Schäfer gibt es tatsächlich. Nennt man dann Tierwirt, Schwerpunkt Schafhaltung. Und ich habe aber Landwirt allgemein gelernt. Und es war damals noch in Wieblingen, aber die Berufsschule gibt es dort nie mehr. Weil es gibt ja nicht mehr so viele Landwirte, beziehungsweise die es werden wollen. Und jetzt wurde die eine Schule geschlossen. Ja. Warum sind Sie Schäfer geworden? War das Ihr Kindertraum? Ja, Schafe haben mich schon als Kind fasziniert und so die Arbeit an der Natur, die macht mir eben auch Spaß. Was ist die größte Herausforderung für Sie als Schäfer? Dass man das Futter zusammenkriegt für den Winter und auch im Sommer durch diese Trockenperioden, die wir haben, da wächst das Gras nicht so gut nach. Und dann ist es auch schwieriger, dass man das ganze Jahr, also die ganze Vegetationszeit über, auch Futter hat. Wie viele Schafe leben hier auf der Farm? Es sind 100 Mutterschafe und Lämmer werden so 120 Stück geboren jedes Jahr. Wie groß muss ein Gelände für eine Schafsherde sein? Gibt es da bestimmte Vorschriften? Also Vorschrift ist mir jetzt gerade nicht bekannt, aber es muss halt Platz sein und dass auch genug Futter vorhanden ist und bei der Hitze natürlich auch Wasser genug. Das ist eigentlich sehr wichtig, dass immer Wasser vorhanden ist, wo sie frei, also hin können und es aufnehmen. Was fressen Schafe? Schafe fressen einmal von der Wiese Grünfutter, dann fressen sie auch Getreide gern und Obst vor allen Dingen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Kirschen, alles was so von den Bäumen runterfällt, fressen sie ganz gern. Wie gewährleisten Sie die Versorgung für so viele Tiere? Also wie sieht Ihr Tagesablauf im Normalfall aus? Ja, ist viel verbunden mit Umtreiben von Wiese zu Wiese und Elektrozäune aufstellen. Und über Sommer kommt dann die Ernte noch dazu, dass man das Winterfutter hat. Also Heu und Silage und auch Stroh zum Einstreuen und das Getreide als besseres Naschfutter, ja, dass sie auch gut Milch geben und die Lämmer schön großziehen. Sie müssen ja 365 Tage vor Ort sein, um die Tiere zu versorgen. Haben Sie auch mal Urlaub oder wer versorgt die Tiere, wenn sie krank sind? Urlaub mache ich eigentlich nicht und bin schon lange nicht mehr also verreist. Ja, das geht eher schlecht. Und ja, bei Krankheit, da haben meine Eltern, sind noch da und in ganz schlimmen Notfällen, dann hätte man noch von der Berufsgenossenschaft, dass da ein Betriebshelfer käme. Was passiert, wenn ein Schaf krank wird? Wird es dann von den anderen separiert oder gibt es vielleicht auch ein Krankenhaus für Schafe? Ja, Tierkrankenhäuser, Tierkliniken gibt es auch. Wenn man was ein wertvolles Tier hat, dann müsste man das dorthin bringen. Oder es kommt auch der Tierarzt her und es
separieren kommt darauf an, was es hat und wie schwer das ist, die Krankheit, oder ob es eventuell was Ansteckendes wäre. Wie ist das, wenn ein Schaf zum Beispiel schwanger wird? Haben Sie dafür eine Hebamme oder eine Entbindungsstation? Die Schafe lahmen in der Herde ab und je nachdem, wenn es dann Zwillinge sind oder vorab, wenn es ein Jungtier ist, wo noch nicht so routiniert ist mit der Lämmeraufzucht, kommt es in eine extra Bucht rein, also vier Horden zusammen. Und da bleibt es dann erstmal ein paar Tage mit seinen Lämmern. Und die Ablahmung ist auch meistens im Stall bei uns, weil die im Winter lahmen vorwiegend und so im Sommer kommt es auch vor. Und dann sind sie auf der Weide draußen und gibt aber auch keine Probleme oder selten. Aktuell haben wir Corona. Ist in der Zeit des Lockdowns irgendjemand vom Gesundheitsamt vorbeigekommen und hat überprüft, ob die Schafe auch Corona haben? Nein, da ist niemand vorbeigekommen, weil Schafe können Corona überhaupt nicht bekommen. Wie werden die Schafe eigentlich gewaschen? Haben Sie dafür eine Waschanlage? Nein, die werden, je nachdem, kann man sie gegen Außenparasiten behandeln lassen. Dann müsste man jemanden kommen lassen, der so eine Waschanlage hat. Beziehungsweise gibt es auch, wo sie nur abgespritzt werden. Das Fell der Schafe wächst ja ziemlich schnell. Müssen die Schafe regelmäßig zu einem Friseur oder schoren Sie die Schafe selbst? Ja, die Schafe müssen einmal im Jahr geschoren werden, mindestens. Weil sonst wäre das Fell zu schwer und zu lang. Und wenn sie dann im Regen draußen stehen, dann scheidet es sich und dann gibt es auch nicht mehr diesen Schutz, wie wenn es ein geschlossenes Vlies ist. Und auch wegen der Hitze. Wie viel Milch geben die Schafe so im Durchschnitt? Und trinken die Schafe eigentlich auch ihre eigene Milch? Also die Schafe trinken ihre eigene Milch nicht, aber die Lämmer, die sie haben. Und wie viel die geben, das ist unterschiedlich auch nach Rasse. So ein normales Mutterschaf, wo das Lamm immer trinkt selbst, das gibt vielleicht 3,5 Liter. Und ein Milchschaf kann schon deutlich mehr geben, weil das ja darauf gezüchtet ist. Und wie züchtet man so ein Milchschaf? Ist eine spezielle Rasse sowieso, das ostfriesische Milchschaf. Ja, und das hat man über die Jahre gezüchtet. Einfach immer die Tiere behalten, die eben jetzt besonders sich hervorgetan haben, wo also mehr Milch gaben, wie zum Beispiel der Durchschnitt. Ja, und so hat man das rausselektiert. Wir haben gesehen, dass Sie Schafe mit weißen und schwarzen Rippen haben. Welche Unterschiede gibt es hier? Ja, die weißen, das ist eine Milchschafrasse, das ostfriesische Milchschaf, wo wir vorhin schon gesprochen hatten. Und die mit den schwarzen Köpfen, die nennt man Suffolk. Und das ist eine Fleischschafrasse, also eine Wirtschaftsrasse. Jetzt haben wir zum Abschluss noch einmal eine ganz lustige Frage. Wenn sich jetzt zum Beispiel ein Schaf mit einem weißen Kopf und ein Schaf mit einem schwarzen Kopf paaren, wird dann ein Schaf mit einem grauen Kopf geboren? Nein, die sind dann eher gesprenkelt. Also es kann sein, dass es einen braunen Kopf hat, aber meistens ist da noch ein bisschen weiß dabei oder es ist eben schwarz gesprenkelt auf weiß.